das Wetter ist steif, meine lieben Freunde, würde ich sagen. Hey Leute, Schnee in Fakten Friedrichshain, was geht ab? Aber herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Träumst du nur oder lebst du schon in Berlin, wie gesagt, in Friedrichshain mit einer unglaublich tollen Frau? Sehr gerne. Mega. Dann zeig uns mal, Lena, deine Prinzessinnenwelt hier. Genau, dann gehen wir erstmal in mein Wohnschlafzimmer. Ich wollte eine Wohlfühl-Oase haben. Also früher habe ich eine Einzimmerwohnung gehabt und das war ungefähr so groß wie das Zimmer mit den ganzen Möbeln und drüben noch und Klamotten. Da waren immer Klamotten, es war immer unaufgeräumt. Ja. Ich dachte, wenn ich jetzt in eine größere Wohnung ziehe, möchte ich auf jeden Fall da, wo mein Bett steht, da bin ich nämlich am liebsten drin, da möchte ich nicht die ganzen Klamotten haben. Ich will ein Klamottenzimmer, Tür zu. Und hier habe ich es auch mittlerweile geschafft, mir so eine Ordnung anzueignen. Dieser Bereich hier ist ja total abgefahren. Oh mein Gott. Ich liebe, wie man sieht, Muster und Mustertapete. Und weil ich eigentlich nie Geld habe, um in den Urlaub zu fahren, dachte ich, hole ich mir den Dschungel, die Natur nach Hause. Und ich liebe das total. Ich gucke das jeden Tag an, denke, oh, das ist so schön. Oder wenn ich irgendwie so Zoom-Meetings habe, setze ich mich da immer hin, dann sieht man einfach nur das im Hintergrund. Was mit ihm hier? Kann ich ihn hochnehmen? Ja, das ist ein Rucksack. Was? Der, ein Rucksack? Das ist ein Rucksack, der hat mich auch zu einigen Festivals schon begleitet. Ich habe das nämlich mal bei jemand anderen auf dem Garmisch gelesen. Oh, ich will auch sein, habe ich so gegoogelt und den gefunden und ich liebe den. Und wenn man den auch hat, jeder freut sich darüber. Alle wollen ihn streichen und sagen, oh, cool. Oh mein Gott, ich muss den auch haben. Ja. Ich dachte, das ist so eine Wanddeko. Ich bin Burlesque-Tänzerin schon seit 2009 und mache die Kostüme teilweise selber. Und das habe ich vor kurzem irgendwie mal wieder entdeckt in einer Tüte, die ich ausgepackt habe. Und dann dachte ich, ich muss das jetzt mal so ein bisschen, dass ich das so wieder ordentlich hinlege, weil es halt die ganze Zeit eingekuschelt und heißt. Das ist zum Beispiel auch ein Teil von einem Kostüm von meiner Las Vegas Show. Ach was. Da zeige ich euch nachher das Headpiece und dann kommt das natürlich ohne das Glas dann so oben rein. Ich wollte unbedingt so ein richtiges Las Vegas Headpiece haben. Ich liebe das total, aber ich muss auch sagen, ich bin ja schon sehr groß. Damit bin ich ja riesig. Das kann man wirklich nicht in jeder Location anhaben. Und im Prinzipal muss ich dann auch immer so gedrückt. Prinzipal kennt ihr ja, Freunde. Oder wenn nicht, ich verlinke euch hier oben den Link. Da könnt ihr mal die nächste Home-Story euch anschauen. Sehr, sehr toller Prinzipalladen, wollte ich sagen. Burlesque-Laden in Berlin, sorry. Ja, genau. Da trete ich auch öfter mal auf. Und da ist es dann immer so, wenn ich zur Bühne gehe, so hängen bleiben. Dann geht's hier weiter mit einer schönen Schminkecke. Wow. Ja, genau. Oh, it's a dream. Ich bin ja dabei, hier gerade alles schön zu ordnen. Und ein Ordnungssystem sind halt auch diese Acrylboxen. Und da hat man alles schnell parat und es sieht total ordentlich aus, weil sonst liegt ja immer alles so auf dem Schminktisch so rum, staubt dann voll, dann hat man keine Lust, Staub zu wischen, dann wird es alles noch viel schlimmer. Und damit bin ich richtig happy und kann es auch jedem empfehlen. Es sieht direkt ordentlich aus. Voll. Und ist so, gut. Zack, einsatzbereit. Ja. Und das habe ich schon auch super lange. Da habe ich mich inspirieren lassen in den 20er Jahren, war sowas super oft als Deko. Dann hier geht's weiter. Hier ist auch eine Menge los. Da ist eine Menge los. Genau, das ist ein Teil meiner Accessoires. Die weiteren zeige ich euch gleich drüben. Mhm. Hier unten sind die paar Bücher, die ich besitze. Ich bin nicht so der Leser und wenn, dann sind es eher so Bildbände oder Biografien. Ah ja, das kenne ich. Biografien bin ich auch dabei. Hier bin ich drin, da bin ich auch drauf, da bin ich drin. Ich habe hier quasi so Bücher oder Bildbände, wo ich auch drin vertreten bin. Ah, das ist schon sehr abgefahren.
wie ist es für dich, dich so zu sehen? Das ist ja ein Wahnsinnsbild. Toll, toll. Also das haben wir kurz vor Corona aufgenommen. Und ich finde es total witzig, weil eigentlich so die Expression, also der Ausdruck, ja, der zeigt eigentlich so ein bisschen so, wie man sich aktuell fühlt, so ja, total, genervt. Ja. Durch Giulietta bin ich zum Bolesk gekommen, weil ich sie gesehen habe in Hamburg. Dann habe ich sie kurze Zeit später zufällig in Berlin kennengelernt und habe sie dann getroffen und sie ausgefragt. Ich wollte alles wissen über Bolesk und wie man davon leben toll kann. Und wo bist du jetzt? Genau. Spannend. Hier, das finde ich ganz, ganz jung noch. Wow. Das war, glaube ich, mein zweites Bolesk-Jahr oder irgendwie so. Spannend. Das ist ja toll, dass das so eingefangen ja, wurde. Ja, voll. Wenn man dann das daneben sieht, ne, könnte man gar nicht denken, dass es die gleiche Person ist. Nee, aber überhaupt doch nicht. Wahnsinn. Du hast eine Entwicklung durchgemacht. Ja, total. Total. Ich bin totaler Laie, habe mit Bolesk nichts zu tun, aber ich jetzt so als Frau, wenn ich eine andere Frau sehe, die Bolesk tanzt, es berührt mich, ich finde das schön. Ich finde es nicht anstößig, nee, sondern genau, ich finde, diese Frau kämpft für uns ja, Frauen. Ja, voll, voll. Und das ist deshalb toll, dass es dich und alle anderen gibt. Ich tanze auch am liebsten einfach für Frauen. Weil das Ding ist halt, wenn man eine schöne Frau auf der Bühne sieht oder auch danach, wenn sie so hergerichtet ist und man sieht, die hat auch schöne Unterwäsche drunter, es inspiriert einen. Total. Weil jeder hat gerne irgendwelche Schlüppis an, auch ich, Baumwollschlüppis zum Schlafen, perfekt. Aber es ist halt wirklich ein Unterschied, ob man sich mal wieder so spitze anzieht ja, oder was weiß ich, oder Strapse für sein Liebst und auch für sich selber. Es macht so viel her und das ist auch so ein Credo von mir, die Frauen dazu inspirieren, wenigstens einmal im Monat oder einmal im Jahr sich mal so wirklich herzurichten. Toll, und ja, das sind dann die aktuellsten Bilder, also ein toll, totaler oh, Unterschied. Wow. Wahnsinn. Ja, die Fotografin ist auch toll, Natascha. Ich bin in der Bravo Sport in der Love Story. Das bin ich, so sah ich mal aus, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Heftig, oder? Ich erkenne mich überhaupt geil nicht wieder. Du, aber ganz typisch, diese Bilder haben wir doch alle. Ja, okay. Mit 14, 15, sorry, wir haben sie alle. Und jeder, der behauptet, er sah mit 14, 15 nicht so aus, ja, der lügt, ey, ohne Scheiß. Und zwar bin ich im Comic auch drin. Das dachte ich mir, das könnte euch noch interessieren. Ja. Da bin ich sehr stolz drauf. Nach Hause telefoniert. Der liebe E.T. Wie es ihn hält. Ich habe da beim Garbage-Gig 2019 mir das Thema NASA und Raumwelten und so überlegt, meinen Tänzerinnen das musikalisch und tänzerisch umzusetzen. Und ich bin, seitdem ich ein Kind bin, totaler Fan von E.T. Ich wollte schon immer einen haben und da dachte ich so, wie cool wäre es, wenn ich mir so einen kleinen süßen E.T. kaufe, den ich noch dazu stelle. Der hat so einen richtig schönen Kopf. Ich habe den dann nicht nur einfach nur dabei als Deko gehabt, sondern ich habe dann meine Kopfhörer immer darauf abgesetzt, weil ich lege immer mit Hüten, Headpieces auf, deswegen kann genau, ich... Genau, weil du machst nicht nur Burlesque, sondern du bist auch als DJ unterwegs, ist auch hier wichtig. Genau. Das hier habe ich geschenkt bekommen vor kurzem. Ich glaube, ich werde das dann hier hinhängen und dann noch mit einem schönen Bilderrahmen, weil das ganz gut dazu passt. Ja, stimmt. Und dann muss ich mal den Rest hier auch irgendwie ein bisschen hübscher machen. Aber ist alles da, was du brauchst? Und ist alles da, was ich brauche? Den habe ich auch! Ah, ja! Ja. Mein Freund findet die schrecklich, weil das ist voll unpraktisch. Macht mir wirklich Spaß, damit die Blumen zu gießen. Hier ist aber auch schön. Ja. Hier. Toller Schuhschrank hast du. Genau, hier sind so meine Boots drin. Cool. Ich liebe Boots, allen möglichen Varianten. Welche ich total gerne mag, sind diese silbernen. So ein bisschen 70s-like. Die sind nice. Die ja, ziehe ich gern zu DJ-Gigs an. Ins genau. Badezimmer. Hier hatte ich dann eine Teamwelt. So. Berge, Natur wieder. Die ganzen Kleinigkeiten gefallen mir gut. Hier die Uhr zum Beispiel. Ja. Guck mal, Diego. Nicht schlecht, Freunde, nicht schlecht. So, hier sind wir in meinem zukünftigen Kostüm-, Tanz- und Musikzimmer. Es ist leider noch nicht fertig. Nach einem Jahr Einzug. Ich dachte, ich schaffe es sofort, aber... Es dauert. Ein paar Headpieces hier. Wow. Das sind hauptsächlich Sachen, die ich bei DJ-Gigs anziehe, liebe ich. Das ist mein absolutes
Lieblingsblumen-Headpiece. Ich habe so viele, aber das ist so richtig schön. Oh, wow. Mein Credo ist auch, over the top is the top. Passt auch perfekt, ja, zum Outfit. Oh, das sieht süß aus. Hier hinten sieht man jetzt meine Showgirl-Schuhe. Die mag ich total gerne. Aber wirklich nur für die Show. Hier ist das Las Vegas-Teil, was ich euch erzählt hatte, wo man das hier reinsteckt dann. Und das hier mag ich auch total gerne. Das funkelt auch total schön auf der Bühne. Wow, wunderschön. Yes, ich liebe Headpieces, ich weiß auch nicht. Quasi, dass man erstmal sein Kostüm oder falls man nichts drunter trägt, das verhüllt. Dann halt ihn doch mal so vor dem Körper. Genau. Und dann achtest du darauf, weil die sind durchsichtig ein bisschen weiter weg, weil du möchtest ja deinen Oberkörper verstecken. Und dann kann man zum Beispiel auch die so anfassen. Genau. Schön sieht halt immer aus, wenn du dich nicht viel bewegst, aber nur so. Ja, genau. Zack. Krass. Sieht so leicht aus und so schön. Und jetzt kommt mir vor wie. Ja, es ist wirklich. Milchbauer oder so. Halt Schweinebauer. Das sieht schön aus. Wo ist die Celine? Ja, da! Blabla Celine, dein Kanal für Menschen, Berlin und Techno. Und das ist die liebe Blabla Celine. Hallo! Ja, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank an dich, dass du uns heute alles so wunderschön sehr gezeigt gern, hast. Sehr gern. Und mich hier ein bisschen unterrichtet hast. Ja. Schön, dass es deinen Kanal gibt, wirklich. Er zeigt die ganzen Facetten von Berlin. Ganz toll. Danke, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns alle. Also, bis ganz bald, ihr Süßen. Tschüss. Tschüss.